Schaumgeboren. Ein Podcast, zwei Verrückte, drei Gehirnzellen, viermal am Tag. Und jetzt geht es auch schon los mit der neuen Folge, Folge 4 von Schaumgeboren. Diesmal wie die Zeit vergeht. Telefon. Ja, wir sind heute nicht im gleichen Zimmer. Ich finde das sehr traurig. Ja, ich vermisse dich auch ganz doll. Wirklich? Ja. Ich sitze jetzt hier. Ist meine Mutter. Mama, was machst du hier? Meine Mutter Hallo. Ist bei dir. Hallo, Grüße. Meine Mutter sagt, sie fährt zum Büro. Ciao, viele Grüße von Birte. Ciao. Ich glaube, das letzte Mal, dass meine Mutter mich so erschrocken hat, war... Nein. Oh Gott, bitte erzähl es nicht. Wir können es uns alle denken. Naja. Wo waren wir stehen geblieben? Also wie du merkst, ich bin zu Hause bei meinen Eltern in NRW. Und es ist wunderschön. Grüße mir die Heimat. Mit blauem Himmel. Ja, ich grüße sie von dir. Ja. Und hier ist es auch sehr schön. Ich bin in Berlin. Der Stuhl, auf dem du sonst sitzt, mir gegenüber, ist leer. Und das macht mich ein bisschen traurig. Ich habe einen großen Teddybären hingesetzt. Ja, ich war gestern Abend noch Abendessen mit meiner Familie, zu viel Wein getrunken. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt mit meinem Kater nochmal weitermachen Bierchen. Darf. Konterbier. Ja, schönes Bierchen. Ich saß dann heute Morgen, auch bin verkatert am Morgen rausgegangen, runter zu unserem Hund. Was ist das für ein Hund? Ein schwarzer Labrador. Oh, wie heißt er, sie? Das ist Ist das ein Mädchen? Das ist ein Mädchen, ja. Ja, so ein Bär. Ich sag dir, Hunde, also wenn ich könnte, würde ich meine gesamten Hunde, die wir jemals gehabt haben, nicht die ausstopfen lassen. Oh, bitte. Dann hätte das so an der Wand, um mich an ihnen zu ergötzen. Ich liebe diesen Hund. Du hättest den Kopf dann von dem Hund an der Wand? Ja, oder auch von mir auf, das ist ekelhaft. Von mir aus auch den hinteren Teil. Und meine Ex-Freundinnen auch. Das könnte ich dann daneben hängen. Ich hänge dann den Kopf von dem Hund neben die Köpfe meiner Ex-Freundinnen, die auch alle in meinem Wohnzimmer. Ja. Auf jeden Fall saß ich da, bin ich heute Morgen um 7 viel zu früh aufgewacht und bin mit dem Hund raus. Und hat ein paar Bälle in alle Ecken geworfen, in alle Richtungen geworfen. Und dann saß ich auf einer Bank in unserem Garten. Und es war Sonne. Und ich habe Windräder vor mir gesehen und dachte, shit, ach, das, die Welt ist doch noch. Hab ich es gut. Ist ja noch in Ordnung. Ja, fein. Oh, dann sollten wir vielleicht heute zuerst mein Bier trinken. Da ist nämlich Kaffee drin. Das geht nicht, weil ich müsste sonst wieder runterlaufen zum Kühlschrank. Können wir bitte mein Bier zuerst trinken? Okay, weil in meinem ist Kaffee. Das wäre vielleicht gut, wenn du dolle müde bist. Aber ich muss nachher noch fliegen, von daher, deswegen ist es gut, wenn ich dann nachher noch Kaffee trinke. Okay, dann trinken wir zuerst eins. Das habe ich hier auch bereits vor mir stehen. Ja. St. Bernardus, Witt, wie Wittgenstein. Ja, das stimmt. Ja. Also ist wahrscheinlich ein Weißbier. Hast du es deswegen Ähnliches. Mitgebracht? Starköl. Ein Starköl. Wo ist das her? Nein, es ist ein belgisches Bier. Ich bin ja kein großer Fan von Belgien an sich. Belgien? Nee, ich finde, hier sind immer blöde Sachen in Belgien passiert. Irgendwie, einmal wurde mir meine Tasche geklaut, irgendwie einmal war ich völlig bekifft auf der Autobahn. das war auch nicht gut. Ja, ja. Und ist irgendwie nicht so mein Land irgendwie. Aber sie machen gute Schokolade. Das ist richtig. Schokolade und sind berühmt für ihre, darf man darüber reden, Pädophilie. Pädophile haben sie auch einige. Einige gute Herr. Das passt irgendwie ganz gut zusammen, Schokolade ich finde Pädophilie. Das, ja, vor allem passt das gut zusammen mit dem Bier. Da ist nämlich ein Priester drauf. Wir trinken einen Bernardus. Okay. Ich glaube, St. Bernardus wird uns nicht mehr sponsern. Aber das Risiko gehen wir jetzt einfach ein. Ja, wir probieren das jetzt. Möchtest du das Öffnungsgeräusch machen oder ich? Ich mache es hier. Ich habe hier einen guten Öffner und ich bin hier gerade an der. Also der Kronkorken sieht cool aus, muss ich sagen, von oben. Das stimmt. Ja, mit so einem Wappen drauf. Dann würde ich sagen. Altschrift. Es erinnert ein bisschen an so. Gib ihm. Oh. Klingt ganz gut. War da jetzt ich? Ja, ich war aber auch ein bisschen schwach. So, es ist auf jeden Fall ein Weizen. Ja, ist auf jeden Fall Weizen. Gut, dann schütte ich das mal hier in mein Gläschen. Das heißt also eigentlich, das heißt ja obergärig. Ja,
Das ist richtig. Ja. Das und ist relativ liebliches Aroma. Ich nehme jetzt einmal einen Schluck. Okay, ich auch. Pass auf. Oh ja, sehr hopfig aber. Das nennt man hopfig, ja? Aber wenn das so nach Blumen halt schmeckt, ne? Das ist ein Witbier. Tatsächlich gibt es verschiedene Sorten Weizen. Habe ich mir jetzt angelesen. Mhm. Helles Hefeweizen, Kristallweizen, dunkles Hefeweizen und Witbier. Das ist quasi, also ich gehe mal davon aus, dass, wenn es St. Bernardus Witt heißt, nicht wahr? Und weil du August Wittgenstein heißt, trinken wir es Witbier. Ich lade übrigens jetzt schon. Wie findest du das? Ich liebe es, wenn du da bist. Das ist großartig. War schon auf dem Event. Naja, so ist das halt. Oh, lecker ist das. Ich finde es ganz gut. Also bis auf die Blumen, aber es schmeckt nicht so doll nach Blume, wie dass ich es nicht aushalten kann. Insofern ist das ganz okay. Also ich würde jetzt aber trotzdem sagen, wenn ich jemand begegnen würde, der sagen würde, mein Lieblingsbier auf der ganzen Welt ist das St. Bernardus Witt. Würdest du sagen, wenn ich so einer Person begegnen würde, würde ich wahrscheinlich denken, wir werden keine Freunde mehr. Meinst du, so schlimm? Ja, also wenn jemand sagen würde, das ist das beste Bier auf der ganzen Welt, dann würde ich sagen, da kommen wir nicht mehr zusammen. Das stimmt, das würde ich auch sagen. Oder? Ja, ja. Also weil dann ist es so eine Geschmacksverirrung am Start. Oder sowas, das ist einfach so lahm. Ich finde das Bier so lahm irgendwie. Ja, es ist ein bisschen lame, das stimmt. Naja. Oder? Du musst mich noch nach meiner Woche in drei Worten übrigens fragen. Ja, ja, genau. Ich bin mir übrigens nicht so sicher, ob ich die Rubrik so gerne habe, aber ich frage dich jetzt trotzdem. Achso, wir können sie auch löschen. Nein, ich finde, wir können auch die Diskussion doch darüber, kann auch ruhig hier im Podcast bleiben. Es ist nicht so, dass ich sie gar nicht mag, aber ich erkläre dir, warum ich sie. Ja, ja. Gleich. Aber erstmal frage ich dich jetzt nach deiner Woche in drei Worten, Birte. Okay. Das waren schon zwei. Okay. aha. Nee, meine Woche in drei Worten ist. Scheiße, schon wieder M gesagt. Mann, ich kann nicht. Es hört nicht mehr auf. Es geht immer weiter. Salzwasser. Exzem. Sorry. Sucht. Jetzt erfinde mal eine Geschichte Salzwassersucht, du hast eine Salzwassersucht entwickelt. Und deswegen haben sich einige auf deiner ganzen Haut überall Exzeme gebildet. Überall offen gesehen. Das ist ekelhaft, ich muss kotzen. Es ist so ähnlich. Es ist tatsächlich so ähnlich. Ich habe gedreht und ich musste ganz viel weinen. Alle Szenen, in denen ich weinen musste, lagen auf einem Tag. No shit, was ja eh schon super zu spielen ist, so, weil du einfach komplett tot bist danach. Und ich habe halt ganz oft hintereinander den ganzen Tag lang geweint. Und dann wurde das immer wieder so abgetupft und neu geschminkt. Dann habe ich wieder geweint und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages gucke ich so im Hotel in den Spiegel. Und meine Augen sind so komplett angeschwollen und komplett vertrocknet und ich sehe so aus wie so ein Hals von einer Schildkröte. Nur halt in Rot, nicht in braun, grau, grün. Also Hals von Schildkröte sieht eigentlich so aus wie Haut von Elefant, oder? Also ja, genau. So sehr, sehr hornig und aufgedunsen. Und ich dachte so, wow, geil. So sehe ich also mit 95 aus. Wie die Stone People aus Game of Thrones. Genau, richtig, genau so, nur halt ums Auge, halt genauso innen, wo die Tränendrüse ist und wo das halt so rauskommt. Da hat dieses ganze körpereigene Salzwasser ohne Scheiß. Scheiße. So, zum Glück war es auch mein letzter Drehtag, bevor ich nach Hause fahren konnte. Dann bin ich also nach Berlin und bin sofort in die Apotheke und die so, da gehen Sie mal besser zum Hautarzt, der ist direkt hier oben drüber. Dann habe ich eine Cortisoncreme verschrieben bekommen. Ja. Und dann sitze ich beim... Ich war bei Piep-Piep Hautarzt. Das sagen wir doch jetzt nicht, Mann, bei welchem Hautarzt. Aber ja, bei dem war ich. Ich mache dann Piep-Piep nachher. Genau. Aber der Arzt hat ja auch Schweigepflicht. Ne? Aber die Apotheke liebe ich. Ich auch, die sind einfach super. Ja, jedenfalls sitze ich dann bei meinem Hautarzt
im Wartezimmer und guckst du auf mein Handy und kennst das, seit neuestem poppt auf dem Handy doch immer auf, Bildschirmzeit. Aha, ja. Hast du das auch oder habt es nur ich? Nee, ich mach das nicht. Achso, bei mir kommt es automatisch. Achso, nee, das habe ich irgendwie deaktiviert, glaube ich. Achso. Also ich mache das nicht. Aha, na, ich habe es offensichtlich nicht deaktiviert. Vielleicht sollte ich das jetzt mal machen. Wobei, ich war schockiert. Ich bin wirklich handysüchtig. Ich bin süchtig. Also wirklich. Das hätte ich dir auch schon vor ein paar Jahren sagen können. Ja, super. Aber wie schlimm, weiß man halt nicht. Verstehst du? Ach, man wirklich? Weiß halt, nee. Also ohne Scheiß, der Durchschnitt letzte Woche, in der ich 2 Tage mein Handy gar nicht anhatte, außer kurz morgens und kurz abends, weil ich halt am Set das woanders liegen hatte, war mein Durchschnitt letzte Woche, also minus 2 Tage aber, war 3 Stunden. Das hört sich ja erstmal ganz okay an, ne? Pro Tag? Ja, genau. Okay. Da kommt man ja eigentlich noch hin. Und dann ist da halt dieses Ding, da steht dann Woche gesamt 21 Stunden, 8 Minuten. Oh, und es war eine Woche, in der ich 2 Tage das Handy fast nicht benutzt habe. 21 Stunden, das ist fast einmal rund um die Uhr, die ich auf mein Handy glotze in der Woche. Und das ist ja gar nicht gut. Dieses Licht, das da rauskommt, ist scheiße und macht depressiv und bla bla. 5 Stunden davon war ich auf Instagram. Mhm. 5 Stunden? What the fuck? Ja, aber ich meine, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, wir hatten ja auch schon mal Hier, warte, ich hab's extra ausgedruckt von meinem Handy. Soziale Netzwerke, 8 Stunden, 51 Minuten. Mhm. Ich war 8 Stunden auf sozialen Netzwerken. Ja, das ist krass. Anstatt mich zum Beispiel mit dir zu treffen und echten menschlichen Kontakt zu haben, hänge ich. Das ist deprimierend. Das ist nicht gut. Und es war nur eine Stunde Netflix dabei. Ja. Es ist ganz schlimm. Ich schäme mich auch dafür, aber ich dachte, ich sage das jetzt hier öffentlich, um mich selbst unter Druck zu setzen, es zu ändern. Ich finde, wir hatten ja mal so einen Kameramann, der uns angeschissen hat, weil wir zu viel am Handy waren. Und ich finde aber, man macht ja auch viele Sachen. In meiner Fantasie hat er nur dich angeschissen, aber nein. Stimmt. Nimm mich ruhig mit dazu. Ich sag einfach wir. Wir sind ja eher Nein, aber wir ich finde, man macht ja mittlerweile so viele Sachen am Handy, die überhaupt nichts mit, die nicht nur Entertainment sind. Also man ist ja auch am Handy und liest seine Nachrichten und Zeitung und so. Also natürlich ist man viel am Handy, aber man macht ja auch viele Sachen, schreibt E-Mails und kommuniziert. Also ich finde, man sollte sich ganz so schwarz sehen und soziale Medien sind auch ein Weg von Informationen zu sammeln, aber ja, es ist natürlich schon, wenn es ein ganzer Tag, also du hast fast einen ganzen Tag in 7 Tagen am Handy gehangen. Das geht gar nicht. Das ist schon krass. Ja, ist krass. Das geht gar nicht. Und dann war ich so schockiert, dann haben wir am Set nochmal Handys verglichen und alle geguckt, weil ich das halt angesprochen habe. Und ohne Scheiß, die anderen hatten noch mehr. Ah, echt? Es ist total krass pervers. Ich finde es wirklich schlimm. Und ich merke. Wo schaue ich das denn nach? Das ist bei allgemein oder Einstellungen oder so, ist das ein extra Dings, Bildschirmzeit. Ah, okay. Das ist so schlimm. Soll ich mal schauen, was bei mir ist? Ja, guck mal. Einstellungen, sagst du? Allgemein oder was? Ja. Warte. Oder Kontrollzentrum? Einstellungen. Und dann ist da, bei mir ist da Flugmodus, WLAN, Bluetooth, mobiles Netz, persönlicher Hotspot, Mitteilung, Töne und Haptik, nicht stören, Bildschirmzeit. Oh ja. Oh. Was ist heute? Ach du Scheiße. 3 Stunden 15. Ich habe heute 2 Stunden 36. Siehst du, bist schlimmer als ich. Aber ich habe jetzt, guck mal, Unterhaltung, 15 Minuten davon nur. So ein Mist. Es gibt hier extra bei mir einen Knopf Auszeit. Soziale Netzwerke 1,38. Ich 1,6. Oh. Das kann doch gar nicht sein. Was habe ich denn mal gemacht? Siehst du? Das ist nämlich das Ding. Ich sag dir, was seitdem passiert ist. Ich habe jetzt total drauf geachtet, ne? Mhm. Hallo? Bist du noch da? Ja. Ja, ich höre dich.
Ja? Ich habe jetzt total drauf geachtet und es passiert jetzt Folgendes. Was ich wirklich merke ist, wenn mir langweilig ist, nehme ich mein Handy und wenn ich wirklich alles geguckt habe, also tausendmal Instagram, Facebook, Zeitungen habe ich auch alle, also ich lese auch Zeitungen am Handy und so, aber die habe ich dann auch schon alle durchgelesen und also wenn ich wirklich alles gemacht habe, merke ich, ich nehme mein Handy und suche schon, ob es noch irgendeine App gibt, die ich noch nicht benutzt habe an dem Tag. Also ich nehme es quasi ohne Plan, was ich jetzt gucken will. Manchmal nimmt man es ja und denkt, ach, ich gucke mal auf Insta oder ich muss mal E-Mails abrufen. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich mein Handy nehme und dann erst gucke, was könnte ich damit machen. Und genau, ich weiß genau, was du meinst. Jetzt mal ganz doof in die Tüte gesprochen und ich weiß, es hört sich jetzt super eh so an oder so, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Früher habe ich manchmal dann auch einfach nur aus dem Fenster geguckt. So. Genau. Mal kurz mein Gehirn entspannt. Es ist wirklich so. Ich mache das nicht mehr. Ich gucke auf mein fucking Handy und dann lade ich mir im Zweifel diese Calm-App runter, mit der man dann die dann auf dem Bildschirm im Himmel zeigt und einatmen, ausatmen, um mich zu entspannen. Anstatt in die fucking Wolken zu gucken. Ich könnte mir selber eine runterhauen, wenn ich das höre. Also mir passiert das oft, was du beschrieben hast, passiert mir oft, wenn ich irgendwie im Taxi sitze und wirklich keine andere Beschäftigung habe, dann gehe ich auf mein Handy und suche aktiv nach irgendwas, was ich noch nachschauen könnte. Dann gehe ich so zum Beispiel auf Twitter, wo ich sonst eigentlich nie bin. Ich bin auch nie auf Twitter, ey. Aber das ist man muss die Sachen ändern. Also ich glaube, ein guter Trick ist einfach, sich da wirklich zu zwingen. Morgens vor dem Frühstück schaut man nicht auf sein Handy. Das Erste, was man macht, wenn man aufsteht, man schaut nicht auf sein Handy, sondern macht irgendwas anderes und muss sich so diese Regeln setzen, glaube ich. Aber manche Leute machen ihr Handy nicht an vor 12. Wenn du aufstehst, guckst du nicht als erstes im Bett noch auf dein Handy? Ich schon. Nee, das habe ich auch gehört. Das hab echt? Ich auch gehört. Ja, das hab ich auch gehört. Oh, das würde ich auch so gerne schaffen. Ich bin das Erste. Manchmal tun mir die Augen weh, weil sie das Handy noch nicht, Licht noch nicht ertragen können. Und vor allem und ich vom Schlafen so lange, gehen sollst du es nicht machen. Vom Schlafen gehen sollst du vor allem nicht auf dein Handy schauen. Weil da machst du dich ja wach dadurch. Das mache ich aber auch diese nicht. Aber morgens. LED-Lichter machen einen ja wach. Ich bin einfach zu neugierig. Ich stehe auf, ich gucke aufs Handy. Ich gehe aufs Klo, gucke dabei aufs Handy. Manchmal putze ich mir die Zähne und lasse dabei, stelle ich mein Handy so an den Spiegel, lasse so die Insta-Stories so ablaufen von den Leuten. Wirklich. Das ist ganz schlimm. Das mache ich nicht. Ein totales Armutszeugnis. Ich sage das jetzt hier, wie gesagt, öffentlich, um mich selbst zu schützen. Ja, jetzt habe ich es einmal laut gesagt, jetzt muss ich es ändern, weil das ist sonst wirklich peinlich, ey. So, apropos menschlicher Kontakt. Apropos peinlich. Was passiert? Nee, nix. Was mach passiert? Mal. Nein. Ich mach noch einen, bitte. Ja. Darf ich? Ja, du darfst. Schaum geboren. Ein Podcast. Bitte? Ja. Ach, muss ich was sagen? Ja. Zwei Podcast. Drei Podcast. Vier Podcast. Ich habe gestern einen Artikel gelesen über, apropos menschlicher Kontakt, über Gefangene in amerikanischen Gefängnissen, die auf Death Row sitzen. Kommt wieder so was Schlimmes, Mann. Die sitzen, weißt du, in was für Zellen die hocken? Die sind nämlich, das ist in Texas. In Texas sitzen die nämlich in Isolationshaft mit einem mit einer Durchschnittsdauer. Von, rate mal, wie lange sitzen die, bevor sie dann getötet werden? Also nach Urteil bis zur Tötung, wie lange sitzen die? Anderthalb Jahre. 11 Jahre. Was? Das war zu laut. Die sitzen im Durchschnitt 11 Jahre und warten auf ihren Stuhl oder Spritze oder was auch immer. Und der Typ, der in dem Artikel, den ich gelesen habe, interviewt wurde, der sitzt schon seit 23 Jahren und wartet. Der hat irgendwann mal als junger Gangbanger hat er irgendwie einen Drive-by gemacht und hat da versehentlich zwei Kinder erschossen. Gut, ist das ein Ausrutscher. Das ist jetzt auch, Aber er hat auf jeden Fall Todesstrafe bekommen und ist jetzt in einer Zelle, in Isolationshaft, 23 Stunden von 24 Stunden, auf einer Zelle, die hat 3,3 Meter mal 2,10 Meter. Ich hoffe, sie haben ihm ein Smartphone gegeben. Nein, der hat gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Das letzte Mal, dass er eine andere Person
physisch berührt hat, weil er konnte auf den Tag genau sagen, 1996, am 4. August, hat er seiner Mutter irgendwie Ciao gesagt. Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Der ist doch, hat ja wohl schon 10-mal genug Strafe bekommen. Ja, und aber die verlieren alle den Verstand da drin, meinte er. Also die drehen alle durch, vor allem, weil du nicht weißt, wann du halt getötet werden sollst. Die Wächter machen so ihre Späßchen mit dir und du hast überhaupt keinen menschlichen, keine Berührung und gar nichts. Du kannst nur lesen. Also die verlieren da alle reihenweise den Verstand. Und dann, als ich dann heute Morgen irgendwie im Garten saß und meinen Hund gestreichelt habe, dachte ich mir, shit, das ist schon krass, wie wichtig menschlicher Kontakt ist. Das ist die echte. Du verlierst den Verstand, wenn du keine physische Nähe zu einem anderen Menschen hast. Nee, aber vor allem, das ist doch auch wirklich eine. Das ist doch eine Foltermethode. Es muss doch irgendein Gesetz geben, ja, dass die Leute das nicht gefoltert werden. Absolut. Also ich meine, Todesstrafe ist natürlich auch nicht moralisch und ich bin natürlich dagegen, logischerweise. Aber zumindest, also auch was, wo ist das? Das ist in Texas. Ja, natürlich. Die werden doch auch irgendein Gesetz gegen Folter haben. Ja, es ist ja eigentlich Folter. Und die haben alle so einen kleinen Fensterschlitz oben in der Zelle drin. Aber das ist so, der ist so ungefähr 4 Zentimeter hoch und breit. Und das ist das Einzige, wo du noch den Himmel siehst. Dann dürfen die eine Stunde am Tag dürfen sie raus in so einen Innenhof, der aber auch eingemauert ist. Und dann läufst du da rum und starrst in den Himmel und verprügelst andere Gefangene. Rastest aus. Ja. Also es ist echt krass. Ich habe dann dagegen, erinnerst du dich an diesen Michael Moore-Film Sicko, wo es um dieses amerikanische Gesundheitssystem geht? Ja, klar. Und dann fährt er ja nach Norwegen und schaut sich da an, wie die Justiz in Norwegen funktioniert. Und dann ist er, ich glaube, die Maximalstrafe selbst für Mörder ist in Norwegen 12 Jahre. Und dann ist er auf so einer Gefangeneninsel, wo so Gefangene rehabilitiert werden. Und da trifft er einen Serienmörder, der irgendwie 7 Leute mit einer Kreissäge umgebracht hat. Und der darf im Wald Holz hacken gehen. Das finde ich so geil. Das ist halt wirklich so, die glauben einfach an die Rehabilitation des Menschen. Und die Amerikaner stempeln nicht einmal ab und dann bist du für immer gebrandmarkt, sozusagen. Es gibt ja schon auch, es macht ja auch einen Unterschied, ob Leute, also wie die Umwelt dich sieht. Das macht ja auch total was mit dir. Ja, natürlich, komplett. Und das Lustige ist ja, oder das Schlimme ist, wenn du einmal in Amerika convicted felon bist, ist dein Leben eigentlich auch zu Ende, wenn du wieder rauskommst, weil du kriegst keinen Job, du kriegst keinen Kredit. Sonst geben sie jedem Arsch eine zweite Chance immer für alles, ne? Und du kannst auch nicht wählen. Du darfst quasi nicht mehr wählen. Du darfst nicht mehr an der Demokratie teilnehmen. Was auch so irre ist. Ja. Na, dann, das ist so krass. Das geht alles gar nicht. Das geht alles gar nicht. Ich sag dir, Amerika geht den Bach runter. Amerika geht jetzt aber erst. Ja, seit neuestem erst. Ja. Aber ich, ach so, das bringt mich zu meiner gestrigen Observation. Ich saß gestern am Flughafen. Ja. Und ich war irgendwie voll besetzt, Tegel wie immer, sitzt da in so einem Gate. Jeder einzelne Sitzplatz ist belegt, außer einer zu meiner Rechten. Und da sitzt dann ein Typ hin, der sah so gruselig aus und hatte so ein krasses, aber ein Face-Tattoo, das war, ich würde sagen, 7-mal so groß wie das von Mike Tyson. Und der setzt sich gerade genau neben mich. Was haben wir über Face-Tattoos, bitte? Was haben wir über Face-Tattoos? Ja. Was haben wir da gelernt, meinst du? Was wissen wir, was haben wir über Face-Tattoos, findest du? Was willst du von mir? Wir haben einmal gelernt, wie war das nochmal? Wenn man 1% irgendwo drauf tätowiert hat, dann hat man schon mal jemanden umgebracht. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Und dann diese Träne ist irgendwie, hast einen Knast jemanden umgebracht, oder? Nee, die Träne ist einfach nur, man war im Knast. Ich glaube, pro Jahr eine Träne oder sowas, oder? Nein. Nein? Die Träne ist, du hast jemanden umgebracht. 100%. Nein, die Träne ist nur, du warst im Knast. Das ist eine Knastträne. Wir brauchen, nein, 100%, wir brauchen einen Fact-Checker. Wir brauchen einen Fact-Checker. Das ist, du hast im Knast jemanden umgebracht, glaube ich. Aber das können wir bis zur nächsten Folge nochmal aufklären. Ja, ich glaube das nicht. Das ist ja Blödsinn. Aber ich verstehe nicht. Das Problem mit dem Face-Tattoo ist, dass ich traue mich, auf Tattoos zu schauen, ist, finde ich, eh immer schon problematisch, weil ich möchte eigentlich wissen, was hat der da
hingemalt. Okay, da aber ist bei einem Face-Tattoo. Eine Streitaxt mit einem Totenkopf und einem kartenspielenden Mönch, der einen Würfel. Weißt du? Ja. Also, diese Tattoos zu entziffern, ist eh immer schwierig. Und da muss man eh zu lange draufschauen, was dann sofort so ein bisschen starren wird. Und wenn es ein Face-Tattoo ist, dann habe ich das Gefühl, ich fordere ihn heraus, weil starrst du dem ich schaue dann in sein Gesicht. Der bestimmt ja, und, vielleicht auch ein bisschen angsteinflößend ist, wenn er sein Gesicht tätowiert hat, ne? Es ist total, es war ein Viertel vom Gesicht war tätowiert. Und ich kann dir nicht sagen, was es war. Es war so ein riesen schwarzer Fleck einfach nur. Es hat einfach nur dazu geführt, dass ich mich vor diesem Typen wahnsinnig gefürchtet habe. Und dann hat er mich aber ganz nett danach gefragt, wann denn jetzt Boarding anfangen würde. Siehst du? Und da habe ich ihm gesagt, sehe ich so aus wie das Flugpersonal. Nein, aber ich habe gesagt, keine Ahnung, wenn die uns aufrufen, habe ich gesagt. Aber wahnsinnig nett, also fast kindlich nett. Was mich dann wieder zu der Vermutung gebracht hat, dass er wahrscheinlich von einem Tattoo-Künstler eine Schnapsidee Der ist wahrscheinlich einfach so ein Softie, dass er das braucht, um überhaupt ernst genommen zu werden. Was ja auch sofort geklappt hat bei dir. Das ist doch großartig. Das würde ich mir wünschen. Aber ich meine, ich will aber also unseren Zuhörern nur raten, bitte. Legt euch keine Face-Tattoos zu. Ich habe einen gesehen heute, der hatte, kennst du Tunnel? Also diese Teile, die man sich ins Ohrläppchen macht, um die so auszuweiten, die so sind wie so eine Münze, also und so. Und der hatte in jedem Nasenloch. Sieht selten wohl aus. Der hatte im Nasenloch, in jedem Nasenloch einen Tunnel, aber einen Zun. Also der hatte die beiden Nasenlöcher verstopft mit so einem Ding, mit so einer Disc. Und ohne Scheiß. Und ich habe wirklich gedacht, fuck, ich will den so gerne ansprechen und fragen, ob er nur durch den Mund atmet. Weil der stand da halt mit so einem Bier in der Hand und hat aber den Mund zu. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, ob der jetzt mal irgendwann so schnappt. Also nach Luft schnappt. Aber hat er nicht. Oder hat so vielleicht so Kiemen hinter den Ohren, so wie Kevin Costner in Waterworld. Das könnte wahrscheinlich, ist es so, ja. Das ist eine sehr wahrscheinliche Lösung, August. Wahrscheinlich kann der Typ nur unter Wasser. Oder vielleicht ist er Taucher. Und er ist einfach satt. Trainiert einfach. Wasser, er ist Apnoe-Taucher. Er hat es einfach satt, dass manchmal Wasser durch die Nase eindringt. Und jetzt hat er gesagt, so, nee, ich mache jetzt dicht, die Dinger. Ja, das stimmt. Das ist auch eine sehr wahrscheinliche Lösung. Du bietest heute einfach die absolut mit der höchsten Wahrscheinlichkeit richtig seienden Lösungen ab. Wow. Ich bin on fire. Ich meine, du merkst es. Das St. Bernardus Wind ist, also es regt meine Gehirnzellen an. Ich spüre das. Ich finde es auch geil, dass der Priester oder Mönch ist es ja wahrscheinlich, ne? Ich bin eigentlich nur auf Priester gekommen, weil du mit den Pädophilen angefangen hast. der Mönch auf dem Cover, möchte ich es mal nennen, hat auch richtig einen Kahn, ne? Der ist richtig knallrot, der sieht wirklich aus wie so ein Vollalkoholiker. Also zur Weihnachtszeit macht er auf jeden Fall auch. Zur Weihnachtszeit macht er auch ein paar Besuche als. Da klebt er sich so ein Bart um und macht auf einen, ich glaube, könnte auch einen guten Weihnachtsmann geben. Ja, das ist richtig. Oder? Ja. So ganz rote Nase, rote Bäckchen. Mhm. Ich finde den auch. Ist er nicht ein bisschen rot unter der Lippe, als aber so einen komischen. Kennst du diese Bärte, die so nur so ein kleiner, wie so ein 1-Euro-Stück unter der Unterlippe? Kennst du das, wenn Männer das haben? Ich weiß nicht, wie das sieht heißt. Sieht auch selten hohl aus. Einfach nur so ein. Aber die Musketiere haben doch sowas, oder? Naja, die haben so einen ganzen, die haben ja so einen Spitzbart. Schnauzer und genau, das ist so, das wird dann so ein. Ich finde, das wird von der Konstellation dann ganz interessant eigentlich. Also von der, wie sagt man? Was? Gliederung des Bartes. Das sieht ganz cool aus bei den Musketieren. Lass das doch mal, mach das doch mal. Vielleicht steht dir das. Ich krieg das nicht hin unter der. Erstens ist mein Bart nicht dicht genug. Und zweitens kriege ich diesen, also ich kriege dann wahrscheinlich keine Rollen mehr. Warum leile ich denn so? Ich habe nur das St. Bernardus. Sag mal, ich habe es nicht unter Kontrolle. St. Bernardus. Ich habe es nicht unter Kontrolle, August. Sag mal, soll ich jetzt mal ein anderes? Ich habe noch ein ganz kleines. Muss ich dich nochmal zurückrufen? Ja, wie? Du musst mich doch nicht zurückrufen. Du gehst jetzt einfach. Wartest du jetzt aber? Ich muss kurz runter in die Küche laufen. Lass laufen, ich trinke so lange meinen letzten Schluck St. Bernardus. Ich lass laufen, ich stöpsel dich kurz aus. Ja. Warte. Lecker.
Ich muss sagen, es ist ein Grower. Ich kann nicht mehr sprechen. Es ist ein Grower. Es wird besser mit der Zeit. Das St. Bernardus mit. Birdie. Ah ja. Birdie. Ja, ich habe Warteschleifenmusik gesungen in der Zwischenzeit. Ich bin so froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ich hab mich das letzte Mal, dass ich hier war, meine elektrische Zahnbürste hier vergessen. Und jetzt habe ich sie wieder. Ich kann ohne elektrische Zahnbürste nicht mehr leben. Und du, deswegen hast du in der Zwischenzeit, weil du auch nur mit der elektrischen putzt, auch einfach gar nicht geputzt. Gar nicht gebürstet, ja. Ja, absolut. Das verstehe ich. Sagst du auch, das darf man bürsten gar nicht sagen, Zähne bürsten? Das hört sich an, als hätte Haare drauf. Ja, wirklich. Ich weiß auch nicht, auf Schwedisch sagt man Borstatänderna. Deswegen sage ich auf Deutsch immer Borstatänderna. Das heißt auch Zahnbürste. Warum bürste ich nicht mit der? Du putzt. Du putzt ja die Zähne sauber. Ja, beim Bürsten tut man Haare. Egal. Wir trinken jetzt auf jeden Fall hier mein Bier. Wir trinken ein Einstöck. Ja. Ein Ölgarten. Warte. Willst du es aufmachen oder willst du es erst mal beschreiben? Ich will es erst beschreiben. Also, wir trinken ein. Bitte macht ein Foto von dem Kronkorken, weil der ist richtig geil. Oh ja, der ist richtig geil. Das ist so eine Doppelaxt, die so gekreuzt ist. Das sieht zwei sehr cool aus. Es ist ein Eis. Mir gefällt das Bier sehr, weil es ist ein Wikinger ist auf dem. Ich finde es auch wunderschön. Die Flasche ist quasi schwarz. Und da ist ein Wikinger drauf und das heißt Einstöck. Ölgerd Icelandic Toasted Porter. Was ist ein Ölgerd? Also das ist jetzt nicht deine Sprache, ne? Also Isländisch unterscheidet sich doch sehr vom Schwedischen, ja. Aber hinten steht es auf Englisch alles. Hinten ist so ein kleines, ach stimmt. Also genau, ich wollte das gerne haben, weil da stand drauf with clear notes of toffee and dark chocolate. Und jetzt kommt das Geilste, die haben das Bier mit, Achtung, Kaffee gebraut. Also ist auch Hefe drin. Und es ist ohne Scheiß, also es ist Pilz, Pilsner, Munich und Chocolate. Und gut, bavarisch, also bayerischer Hopfen und Hefe und Kaffee. Und ich dachte, Alter, das müssen wir uns unbedingt reinziehen. So, pass auf. Es ist ein guter Kauf. Ich meine, ich hab's ja schon vor ein paar Tagen bewundern können. Ich finde, die Flasche sieht richtig geil aus. Naja, finde ich auch. Bier ist tiefdunkel, wirklich tiefdunkel. Hast du es schon probiert? Nee, aber ich schaue nur durch die Flasche durch. Und es macht Spaß. Ja, also man fühlt sich schon cool, wenn man nur die Flasche in der Hand hat. Jetzt, ihr merkt, wir erwarten viel. Jetzt muss man mal gucken. Ich mach's mal auf. Achte. Ja. Es hat einfach kein Geräusch gemacht. Ja. Warte, ich mach noch. Ja. Warte. Und deins war lauter, ja, also beim Öffnen nicht spektakulär, aber es ist ja, könnte man auch sagen, ist nicht aufdringlich. Riech mal an der Flasche. Oh ja. Es ist voll geil. Es riecht ohne Scheiß nach Schokolade. Ja. Riechst du das? Es riecht nach Schoko. Ich gieße es jetzt mal an. Ja, es riecht geil. Es ist wirklich tiefdunkel. Es ist, es ist geil. Es fühlt sich ein bisschen luxuriös an, finde ich, das Eingießen. Hast du schon probiert, du Hund? Ich habe jetzt gerade einen Schluck genommen, ja. Ah ja, warte, nur nichts sagen. Wenig Kohlensäure. Ja. Sehr bitter. Schmeckt wirklich, als hätte man ein Stück bittere Schokolade drin aufgelöst. Und man schmeckt auch den Kaffee. Ja. Ich finde es nicht schlecht. Also es hat seine Berechtigung. Ich finde es richtig geil. Also ich finde jetzt nicht, das ist jetzt kein Bier, das ich mir jetzt so zwischendrin, um mich zu erfrischen, mir reinziehen würde. Nee. Aber ich finde nicht, Sommer so passt. Obwohl, vielleicht zum Grillen wäre es gar nicht schlecht. Weiß nicht genau. Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde, das ist auch so ein Ding, dass man sich für gut so schön einschenkt, wenn die Sonne untergeht und man so, weißt du, so ein bisschen wie so ein Whisky. Ja. Weil das so viel Geschmack, also so viele Aromen hat, finde ich das, glaube ich, ganz geil, das so solo zu trinken. Ja. Es ist auf jeden Fall cool. Also es ist ein Biererlebnis, würde ich sagen. Ja, ich finde es
ich find's geil. Also ich sage klare Empfehlung, aber jetzt nicht so als Kiste zum Partei feiern, sondern eher so als. Wie viel Prozent hat es eigentlich? Kannst du es sehen irgendwo? 6%. Ja, okay. 6%, genau. Ist doch ein bisschen mehr, ja. Ja, wie krass man die Schokolade schick und den Kaffee schmeckt. Und wirklich auch ein bisschen Karamell. Also die versprechen auf jeden Fall nichts, was sie nicht einhalten können. Schönes Bier. Ich mag auch Island sehr gerne, muss ich sagen. Die Isländer haben ja... Weißt du, dass ich noch nie in Island war und das finde ich sehr schade, weil ich liebe Island auch total und ich bin auch großer Björk-Fan. Aber ja, ich finde ihre Musik so nicht, ist nicht so meins wirklich. Aber sie hat einen coolen Style. Ja, das stimmt. Ich finde Björk super. Ihre Musik übrigens auch. Aber man hört nicht so viel von ihr. Also sie ist relativ undercover, irgendwie habe ich das Gefühl, oder? Naja, die ist halt nicht so ein Pop-Promi. Genau, das finde ich eigentlich ganz cool. Früher war sie mal so ein bisschen, ne, als sie da mit diesem Schwan zu den Oscars gekommen ist. Und so. Ja. Aber das war auch ein krasser, das war eine krasse Leistung, da dieser Film. Achso, stimmt, natürlich, deswegen ist sie ja überhaupt da gewesen. Aha, ja, da ist es. Ja, gut. Das war dann also mit, sag mal, was ist denn mit meiner. Das ist ja auch peinlich, wenn ich hier die ganze Zeit lalle. Aber gehört ja dazu, wir trinken. Nee, ich höre dich gar nicht so. Du klingst gar nicht Nein? so. Nein, ich merke das einfach, weil meine Zunge ist so schwer. Weil die Zunge nicht so richtig das macht, was sie soll. Ja, das ist richtig, genau. Nee, aber ich wollte nur sagen, ich habe jetzt endlich rausgefunden, weil ich fehlt so ein bisschen, oder generell ist immer Achtsamkeit so ein Thema, aber ich finde generell beim Reisen fällt mir das immer wieder auf, wie unachtsam Leute geworden sind und wie fucking mühsam es ist, in einer Schlange zu stehen. Und die Menschen raffen es nicht mal, wie man normal in einer Schlange steht. Und ich bin jetzt neulich geflogen, ich war ein bisschen verkatert und ich ziehe noch ein kleines Detail davor, weil ich habe mir an dem Morgen ziemlich verkatert, ich hatte so ein paar Schauspielerfreunde eingeladen, unter anderem, du konntest ja leider nicht kommen, aber es waren da so und ein paar andere Leute, die du auch kennst. Ja. Ich bin sehr froh im Nachhinein, dass ich nicht da war, weil ich sonst auch wahrscheinlich einen sehr schlimmen Kater gehabt hätte. Es war aber sehr lustig, wir haben sehr, sehr viel getrunken, sehr viel Wein getrunken und ich war am nächsten Morgen tierisch verkatert und habe mir beim Frühstück machen tierisch in die Hand geschnitten. Also richtig tief. Ich dachte so, fuck, muss ich das jetzt nähen oder schaffe ich das irgendwie? Vor allem muss ich das jetzt nähen. Ich stelle mir so vor, wie du selber so, ich muss gleich fliegen. Kein Problem. Ja, so und dann holst du so einen Sylvester Tacker. Stallone unter der Dusche in Rambo. Ja, genau. Und auf jeden Fall bin ich dann ein bisschen Druck, so ein Haushaltspapier drauf gedrückt und habe so ein Pflaster drüber gemacht und so. Und bin dann zum Flughafen total verkatert und stehe in so einer Schlange durch die Security am Tegel und da sind wieder irgendwie nur 3 Stationen besetzt und es sind irgendwie 15 Millionen Leute, die da wieder abfliegen wollen. Aber die Leute stehen nicht mehr in der Schlange, so wie früher. Also früher stand man in der Schlange, aber man hat trotzdem noch respektiert, dass andere Leute ihren Platz brauchen. Ja? Aber heute, finde ich, standen rechts und links 2 Damen neben mir und die standen so nah, dass sie meine Arme berührt haben. Also der einzige Grund, warum hinten nicht noch jemand stand, der mich berührte, war, weil mein Rucksack zwischen mir und dem Typen hinter mir war. Oh, das hast du sowieso. Weißt du, wie oft Leute am Flughafen und am Bahnhof mich mit ihrem Rucksack umhauen? Ja, das ist ja eben. Liebe Leute. Ich war der Rucksackträger und genau das ist ja auch so diese Achtsamkeit. Ja? Wenn du einen riesen Rucksack trägst, dann gehst du nicht mit dem Rucksack durch den Flieger in einem kleinen Korridor und drehst dich dann zu deinen Mitreisenden um und haust dabei dem einen sitzenden Passagier den Rucksack in die Fresse. Du musst dir folgendes Bild vorstellen. Ich bin halt ein bisschen über 1,60 und dann ist da so ein Typ, der ist halt riesig und hat so einen großen Rucksack. Das heißt, es ist genau auf meiner Kopfhöhe. Das heißt, der kann aber unten mit seinen Füßen, kann der halt direkt vor mir stehen und sieht mich. Also ich stehe halt auch vor dem. Sieht und dich dann gar nicht. Dreht der sich halt um mit voll Schmackes und haut mir fast den Kopf vom Hals. Ja, du lachst. Ich weiß, es sieht man nicht aus. Es ist dann immer blöd, wenn in dem Rucksack so Bleigewichte drin sind. Das tut dann mal doppelt weh. Ja, das stimmt. So ist meine Cousine gestorben. Aber pass auf, ich habe ja diesen Trick, wenn ich in so einer Schlange stehe. Normalerweise versuche ich dann einfach jeweils eine Tasche in der rechten und eine Tasche in der linken Hand zu haben. Ja? Also man braucht dafür 2 Gepäckstücke. Ja. Dann habe ich das Problem, also dann kann schon mal rechts und links keiner neben mir stehen, aber normalerweise sind ja Schlangen auch so strukturiert, dass sie alle hintereinander stehen. Ja. Ja. Dann stelle ich mich in die Schlange seitlich.
ja. und gehe quasi wie eine Krabbe ja. seitlich als Abstandshalter. Zum Security, genau. Ich wusste das gar nicht, dass du so schlimm findest, wenn Leute dich berühren. Also wenn ich, das gibt, ich finde nichts Schlimmeres, wenn Personal Space, ja, komm, ist doch nicht so schwer. Personal Space, lass mir einfach meine halben Quadratmeter um mich herum, also der Pufferzone, meine Ozonschicht, lass mir die einfach und dann bin ich auch okay. Also beim Konzert ist was anderes, weil da lasse ich mich drauf ein, da lebe ich ja auch von der Dynamik und der Menschenmasse und die Berührung und den Schweiß und die Gerüche, das soll ja alles dabei sein. Aber am Flughafen, wenn ich reise, du kommst doch nicht schneller durch die Security, weil du mir in meinem Nacken riechst, weißt du? Wir kommen doch alle gleich schnell durch. Ich rieche nicht an deinem Nacken, Abstand. Ich rieche ungefähr genau an deinem Po. Ja, das ist noch schlimmer. Ja, aber das, normalerweise stehe ich halt seitlich, dann habe ich den Abstand zwischen, also da habe ich einfach meine Taschen als Puffer. Das ging aber jetzt in dem Fall nicht, weil auch zwei Schlangen rechts, eine Schlange rechts und eine Schlange links auch neben mir war. So, also die kamen einfach alle näher. Und ich bin fast durchgedreht, total verkatert und viel zu spät natürlich und einfach alles mühsam. Und dann ist mir aufgefallen, was es braucht, um Platz zu kriegen in so einem... Einen ordentlichen Pup. In so einem ich wusste, dass du das sagen würdest. Ja. Aber da, ich meine, da würden alle sich wahrscheinlich aufregen und sagen, ist Schweinerei, hört auf rumzufurzen und so. Aber sie würden sich nicht bewegen. Ja. Jetzt habe ich verstanden, was es braucht. Was braucht es? Und zwar habe ich dann irgendwie an meinem Gürtel rumgefummelt im Voraus, um es... Um in den Jahr zu starten. Und währenddessen ging meine Schnittwunde auf. Ah. Und ich blutete. Und zwar viel. Danach war eigentlich niemand sehr nah an mir dran. Das war eigentlich aber deine Bekleidung war komplett voller Blut? Mein T-Shirt war voller Blut, ja. Aber okay. dann wurde ich sehr nett, muss ich auch die Leute vom Security in Tegel einmal ausnahmsweise loben, weil die waren sehr nett und haben mich da sehr gut verarztet. Also es war. Okay, das ist eine Möglichkeit, ja. Aber es ist natürlich ein bisschen heftig mit dem Blut. Du könntest dich ansonsten noch ganz doll überall kratzen, husten, Niesanfälle. Kotzen. Auch gut. Ja. Tu es einfach. Do it. Apropos Furzen. Erzähl mal das Peinliche, was dir passiert ist. Ja, genau, apropos Furzen. Also pass auf, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich saß mit einem Kumpel herum und wir haben, kennst du diese... Ich dachte, da gibt es so Sachen, wir haben es auf Social Media während meiner 8000 Stunden Bildschirmzeit gefunden. Aber da gibt es auch Bücher drüber und was weiß ich, diese verrückte Gesetze und wo was verboten ist. Weißt du, so in Massachusetts darfst du nicht nach 7:30 duschen und dabei pfeifen oder so ein Shit. Kennst du diese Sachen? Ja. Und da haben wir so verschiedene Sachen gefunden mit Essen, was man nicht darf. Und da ging es um Sachen, die halt im Sommer, also was jetzt gerade passiert und wo man in den USA aufpassen muss. Ach, heute ist USA-Tag. Mhm. Bescheuerte Sachen aus den USA. Heute bei Schaum geboren. Zum Beispiel in New York darf man nicht rückwärts laufen, während man Erdnüsse isst und ein Konzert veranstaltet wird. Rückwärts laufen, während man Erdnüsse isst und ein Konzert veranstaltet. Genau, aber nur in dieser Kombi. Naja, wie auch immer. Ja, und wo, weiß man, wo das jetzt herkommt? Nein, man weiß es nicht. Man kann dann selber überlegen. Also es könnte ja sein, dass man, keine Ahnung, du läufst rückwärts und rennst dann, wenn ein Konzert ist, ist es halt sehr eng. Dann läuft man vielleicht rückwärts und hat dann gerade die Erdnuss im Mund und verschluckt sich und erstickt. Und um das zu verhindern, also es muss ja immer nur einmal jemandem passiert sein und dann wird es halt sofort per Gesetz verboten. So, und jetzt pass auf, ein Punkt war, in Indiana ist es verboten, Wassermelonen im Park zu essen. Mhm. Woraufhin, wahrscheinlich wegen Müll oder irgendeinem Scheiß, woraufhin mein Kumpel halt sagt, Birte, hast du schon mal in der Badewanne eine Wassermelone gegessen? Und ich so, was? Nee. Und dann fing er halt ultra an zu lachen und wurde so knallrot. Und ich so, was passiert, wenn man eine Wassermelone in der Wanne ist? Was? Und er so, nee, ich sag das mal nicht, aber mach das mal. Und ich so, nein, jetzt sag. Was? Rate, was passiert, wenn man in der Badewanne eine Wassermelone isst? Weil, keine Ahnung. Es passiert quasi in dem Moment, wo du isst halt in der Badewanne die Wassermelone, während du zum Beispiel gerade mit deiner Freundin in der Badewanne sitzt und ihr denkt, ist das so romantisch und ihr trinkt ein Glas Prosecco oder ein Stück
Bier und esst ein Stück Wassermelone und es ist so super romantisch. Und dann der Erste, der aufsteht. Dem fällt quasi der, also der hintere, die ganze Wassermelone. Der aus dem... Also der hintere, der sitzen bleibt und als Zweiter aufsteht, freut sich weniger. Richtig. Der andere wahrscheinlich auch nicht. Wie soll ich sagen? Also du stehst da, du das kann nicht sein, meinst du, stimmt? Stehst auf und aus der Hintertür fällt die ganze Wassermelone wieder raus in die Wanne. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, dass die Person, die sich diese Story überlegt hat, einfach eine schlechte Melone erwischt hat. Also dem ist es passiert mit seiner Freundin in der Badewanne. Nein! Doch. Oh Gott. Ist das nicht schrecklich? Oh Gott. Ist es der, der immer mit seinen Freunden Schluss machen muss, sobald irgendwas Blödes passiert ist? Nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Ich habe extra gewartet mit dieser Geschichte, gewesen. Bis wir beide Biere auf hatten, weil ich dachte, kann man das eigentlich erzählen? Aber jetzt denke ich mir, ach, uns ist nichts Menschliches fremd hier bei Schaum geboren. Drophischissen. Ich habe gestern ein... Ich habe gestern ein Video gesehen. Weißt du, wie es klingt, wenn sich zwei Luchse in der Wildnis begegnen? Nein. Das klingt so. Hörst du das? Ist das nicht Wahnsinn? Die freuen sich doch doll. Nee, die mögen sich gar nicht. Die keifen sich gerade krass an. Ja. Ach so. Ich dachte, die haben vielleicht Schmerzen und weinen. Die sind einfach sauer aufeinander, die beiden Jungs. Sind es beide Jungs? Weißt du das sicher? Ich kann es ganz genau erkennen. Ich bin ja Lux quasi. Lux-Fachmann. Lux-Kompetenz. Ja. Weißt du, was ich jetzt viel, ich war in Stockholm neulich, was ich viel gesehen habe, sind diese Elektroroller. Ja, gibt es ja hier auch überall. Fast 17 Mal von diesen Tretrollern, die hier bei elektrisch sind, weißt du? Ja. Bin fast, glaube ich, 17 Mal von einem überfahren worden. Ich möchte das unbedingt ausprobieren. Benutzt? Nein, aber ich will es unbedingt. Und neulich im Park war einer neben mir, der hat erst eine Stunde davor gestanden mit seinen Kumpels und so 10 Stunden mit der App probiert, es zum Laufen zu kriegen. Und dann habe ich kurz nicht hingeguckt und auf einmal hörte ich hinter mir so... Und ich drehe mich um und dann steht dieser, es war so ein riesiger, stämmiger Typ mit so einem Hemd, so ein zugeknöpftes Hemd, der so total spießig aussah und steht halt auf diesem Roller und lacht sich den Arsch ab und hat sich so doll gefreut. Seitdem möchte ich das gerne und ich fantasiere, dass ich so ein bodenlanges Sommerkleid dabei anhabe und so fahre und hinter mir dieses Kleid wie so ein langer Schleier so im Wind weht und das wahnsinnig aussieht. Aber, ich werde aber so ein Foto machen und das auf unserer Podcast-Seite posten, die übrigens bei Instagram ist, Schaumgeboren Podcast auf Instagram. Schaut doch mal vorbei. Aber du weißt, was dieser berühmten Tänzerin passiert ist, da als sie in der französischen Riviera gefahren ist, Isadora Duncan. Ihr Kleid ist im Roller hängen geblieben und dann ist sie gestorben. Nein, aber sie hatte beim Fahren im offenen Auto hat sie so einen ganz langen weißen seidenen Schal getragen. Ja. Und der Schal hat sich im Hinterrad verheddert und sie hat sich beim Autofahren selbst erwürgt. Geil. Krass, krasser Tod, oder? Wahrscheinlich hatte sie dann kurz davor noch einen Orgasmus. Ist das nicht so? So sind ja schon viele Promis gestorben während dieser Technik. Sehr mit gut. Irgendwie einer Zitrone im Mund und einem. Ich glaube, da nimmt man ein Stück Zitrone bei in den Mund, dann hängt man sich am Schal irgendwo auf und dann, kurz bevor man kommt, beißt man in die Zitrone, damit man wieder wach wird oder so. Wirklich, das geht wirklich so. Und da sind schon einige bei gestorben. Hier der Inixis-Typ zum Beispiel. Ja, wie ist der denn nochmal? Vor kurzem ist auch noch einer gestorben. Der eine Typ, der in Kill Bill auch mitgespielt hat und der die Kung-Fu-Serie gemacht hat, der hat sich da auch so, wurde auch so in seinem Hotelzimmer gefunden.
Du, bitte, was würdest du dir füllen, wenn du jetzt ein Face-Tattoo machen müsstest? Was würdest du dir für eins machen? Ein Tretroller. Wirklich. Und zwar wie so ein Schnauzer. Über auf die Oberlippe. Guck mal, dass das Lenkrad so neben deinem linken Nasenflügel ist ungefähr. Ja, genau. Oder lauter so Spaß. Eine Brille und wirklich so ein Dalí-Bart und lange Wimpern würde ich mir auf die Oberlider tätowieren lassen. Oder einfach okay, alles abrasieren, gut. So Augenbrauen abrasieren und Augenbrauen hintätowieren lassen. Das finde ich auch immer gut. Das machen aber viele. Ja, das wird dann später so blau. Das sieht richtig, richtig toll aus. Sieht richtig komisch aus, ja. Du, ich glaube, gibt es noch irgendwie ein Schlusswort? Von mir aus sind wir fertig. Ich wüsste gerne schon, was du dir tätowieren lassen würdest. Manche Leute schreiben sich ja drauf Diabetiker, also wenn sie so Diabetiker sind, aufs dann schreiben sie sich ja. Es war vor allem blöd, wenn man kein Diabetiker ist. Das wäre doch. Du so, das würde ich mir tätowieren lassen. So, ich brauche dringend Insulin. Ich würde mir vielleicht. Viele lassen sich auch ihre Adresse in die Handinnenfläche tätowieren. Dass man weiß, wo man für Partys, dass wenn du danach ins Taxi steigst, kannst du einfach so hinhalten. Inhalten, ja. Komm, das habt ihr doch früher auch gemacht, dass ihr euch eure Adresse innen auf die Hand geschrieben habt. Ist ja blöd, wenn du im Ausland besoffen bist und sagen willst, wo dein Hotel liegt. Ist halt doof. Und sagst du da auf die Hand. Ach so, das stimmt. Du wirst ja direkt nach Hause verschifft. Das ist so, Leute, gestern war ich noch im Urlaub, warum bin ich wieder in Berlin? Scheiße. Wachst du auf nach so einer Leute, Party? Die niemals verreisen. Genau, für mich. Ich würde mir wahrscheinlich unseren Hund ins Gesicht tätowieren lassen. So als zweites so, Gesicht. Den Labrador-Kopf. Aber mit der Vorderansicht. Das ist so von vorne dann ja, noch ja, ich würde so dann schon den Vorder... den hinteren Teil unseres Labradors würde ich mir gerne auf die Backe tätowieren lassen. Auf den Po tätowieren. Ja. Ach, das finde ich schön. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort auch für heute. Ja, ich finde auch. Ja. Ich finde auch. Es passt so. Wieder was gelernt. Erstens. Porter ist eine dunkle Biersorte mittlerer Stärke und für das Einstock wird isländisches Regenwasser als Brauwasser verwendet. Zweitens, das St. Bernardus Witt ist ein sehr beliebtes Weizenbier, das sogar preisgekrönt ist, was uns zu Punkt 3 bringt. Man kann uns definitiv nicht trauen. Nein. Was Geschmack angeht. Und auch sonst eigentlich nicht. Das ist halt subjektiv, was soll man nicht sagen? Nicht viel trauen. Also, dann sage ich nur, was haben wir jetzt? Wir sagen adieu. 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 Adieu, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.